was das nun wieder für ein Fraß ist. Ich schätze, auf Hummer dürfen wir nicht hoffen. Sammy, was ist denn? Warum hast du nicht auf Hallenstatt gehört? Wir hätten hier längst raus sein können. Warum habt ihr nicht bezahlt, verdammt? Hey, wir kommen hier raus, bald. Versprochen, ich verspreche dir. Du und dein Bruder, euer Edelmut kotzt mich an. Abendessen. Den Fraß können Sie sich sonst wohl einstecken. Der ist bestimmt von meinem Bruder. Kein Single Malt, aber immerhin. Hey, lass mal lieber. Nachher drehen die uns da noch einen Strick draus. Das ist Rauschgift, dann Alkohol und dann schickt man uns noch eine illegale Hure hier rein. Ja, Mami. Oh. Also, wenn Konstantin den Wärter bestochen hat, dann lässt er die leere Flasche sicher auch wieder verschwinden. Dein Bruder hätte uns mal lieber ein paar Chicken Wings reinbringen lassen sollen. Du, danach kriegt man dieses ungenießbare Zeug besser runter. Ja? Ja. Hey. Wenn Konstantin es schafft, uns hier drin mit Alkohol zu versorgen, dann sind wir bestimmt bald draußen. Ich gehe ins Mercato. Und da esse ich das Carpaccio. Oh. Ach, so geil. Die Flasche, mach die Flasche weg. Hey, hey, hey! Scheiße, hey, ich will noch ein bisschen Whisky. Was soll denn das? Oh, Mann! Wo bringt ihr mich hin? Hey, hey, lass ihn in Ruhe! Clemmy, aufmachen! Pisshelle, Flair! Hey, Clemmy! Endlich! Gott. Verdammt nochmal! Was haben die mit dir gemacht? Hey! Hey! Hallo! Ich bin's, Mark, hey! Keine Angst! Das wird schon wieder. Du bald sitzt immer wieder im Mercato und dann gibt's Carpaccio! Ha? Hey. Noch einen Schluck, hä? Warte, ich helfe dir. So. Gut. Gut. Besser, hä? Normal, dass sie so hart sind. Sie lassen uns hier sterben. Ach Quatsch, du, die bluffen los. Dann hoffe ich mal, dass sie nicht irgendwann ernst machen.
Haben die irgendwas gesagt, worum es hier eigentlich geht? Vorsicht. Glaubst du, es ist was gebrochen? Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich bloß eine Rippenprellung. Marc. Du hast versprochen, dass wir hier raus. Lemmy, was ist denn? Okay. Hey! Hallo! Hört ihr mich? Ich will mit Halsstedt sprechen! Mit Halsstedt! Du musst den Schmerz einfach ausatmen. Das ist ein alter Indianertrick. Kneif mal. Fest? Ja, so fest du kannst. Okay. Ja, okay, pass auf jetzt. Das ist ja der Hammer. Das funktioniert. Darf ich auch mal? Klar. Okay, jetzt. Au! Ausatmen. Okay. Genau. Und? Genau, ganz entspannt. Wie bei der Geburt. Lass es einfach raus. Was ist denn hier? Ein privater Sex-Workshop oder was? Das hättest du wohl gerne. Mein Schweinkram könnt ihr zu Hause machen. Beweg mal lieber deinen Arsch und hilf mir, die Presseleute zu bewirten. Verdammt nochmal, Volker, es reicht mir jetzt! Du kannst mit mir reden, wie du willst, das ist mir scheißegal! Aber ich dulde nicht, wie du mit Jenny umgehst. Ach, kick mal an. Der Ritter mit dem Milchgesicht rettet die weiße Frau. Das war King Kong, du Hirni! Er hatte wenigstens einen anständigen Bart. Okay. Darauf warte ich seit Jahren. Ach ja? Hm? Meine bezaubernde Krankenschwester. Sag mal, hast du eigentlich mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ich bin noch Stewardess, das muss ich doch. Ah ja, natürlich. aber keine ist so sanft wie du. Du, wenn jemand verletzt ist, dann muss man sanft sein. Kann ich mal kurz einen Kühlschrank? Ja. Die Milch ist ja auf dem Tisch. War übrigens toll, deine Pflege. In der Türkei, im Knast, da hast du mir wirklich gefehlt. Echt? Hm? Aber ich hätte das deinem Knast nicht ausgehalten. Ach so, ja, nee. So meinte ich das gar nicht. Jetzt bin ich im Zucker. Also eigentlich, danke. Ich meinte das nur, weil die sind so hart mit uns umgesprungen. Die waren so brutal, dass ich dachte, wir überleben. Bevor ich mir die ganzen Zuchthausmemoiren nochmal anhören muss und um das Ganze hier abzukürzen, Jenny. Mhm. Clemmy versucht sich bei dir zu bedanken, auch für deinen Einsatz bei Judith. Und deswegen möchte er dich heute Abend gern zu einem Bier einladen. Gehst du mit? Was du mal redest, Maybrit. Wenn Clemmy das wollen würde, dann würde er mich fragen. Tschüss. Genau. Nur den Eisbeutel. Sag mal, ich glaube, also möglicherweise habe ich Jennys Herz erobert. Nein! Doch! Oh, nein! Komm! Du hast Fieber. Mm-mm. Vielleicht hast du im Gefängnis auch was geholt. Also, ich merke nichts. Jedenfalls noch nicht. Gleich kommt der Ersatzpilot und dann kannst du erstmal nach Hause fahren und dich ausruhen. Und morgen gehst du einfach nur zum Arzt. Wegen so einer Lappalie, Quatsch. Typisch. Du klappst lieber richtig zusammen, anstatt dich einfach mal durchchecken zu lassen. Bestimmt hast du dir in der Türkei den Virus eingefangen. Was denn für ein Virus? Deshalb der Arzt. Klär mir auf mit dem Blödsinn. Ich habe kein Virus. Ich habe einfach mal schlapp gemacht. Zu wenig getrunken oder unterzuckert, ist egal. Und? Was hat der Arzt gesagt? Mann, du siehst echt schlecht aus. Ist dir das auch schon aufgefallen? Ich fühle mich auch irgendwie... Aber... Ist schon okay. Und, was hast du? Placebo-Virus. Unheilbar, zu 93% tödlich. Mann, es tut mir echt leid.
Oh Gott. Was? Augenblick. Placebo? Das ist doch... Du Arsch! Das war ja meine schnelle Heilung. Kann vorkommen. Marc wäre die Premiere bestimmt gern geflogen. Ja, glaube ich auch. Die Emirate sind ja nicht irgendwer. Musste jetzt auch noch ihre Hand abknutschen. Prinz Kasimir der Vierte weiß eben, was ich gehört. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Er hat mir die Hand geküsst. Ist das nicht süß? Oh mein Gott, ja. Das ist nicht süß. Das wiederum ist keine adäquate Verabschiedung. Du, Jenny, kannst du mal gucken? Ja, das tut wieder weh. Ist da irgendwas im Auge? Nee, ich sehe nichts. Mann, das ist so schade. Jetzt haben wir uns gerade kennengelernt und dann muss er schon wieder weg. Das ist ein Traum von einem Mann. Ja, das kannst du gar nicht wissen, wenn du gar nicht weißt, wie er überhaupt ist. Aber wenn man miteinander seelenverwandt ist, dann spürt man das sofort. Ach, und der war so charmant, hingebungsvoll. Einfach ein Traum, das aber war so... Aber er hat sich bestimmt noch nie geprügelt. Natürlich nicht. Höchstens mal so ein kleines Duell, weil... Er ist ja ein Gentleman. Und sowas findet man heutzutage nicht so oft. Oh Gott! Die blonde Dame, Counter. Die sind für Sie. Für mich? Oh, danke schön. Oh, sind die schön. Die hast du dir doch selber gekauft. Guck mal, Volker. Kannst du dir sowas mal pleisten? Clemmy! Oh Guck mal, Clemmy, was ich gerade bekommen habe. Wow. Sind die nicht schön? Oh. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ach, das ist so reizend. Die muss er bestimmt noch vor seinem Abflug für mich bestellt haben. Oh. Wer? Na, der Prinz. Was? Aber wieso? Warum glaubst du das? Die sind doch nicht von dem... Da ist eine Karte. Guck doch mal auf die Karte. Lies doch mal. Ja, die habe ich schon gelesen. Für eine wunderbare Frau. K. Punkt. Oh. Siehst du? Prinz schreibt sich mit P. Und K steht für? Für Kasmi. Prinz für P. K für Kasmi, Clemmy. Maybrit kippt bestimmt aus den Latschen. Ich gehe jetzt mal gleich zu ihr.